Eintracht Frankfurt hat mit dem Einzug in das Europa League-Achtelfinale seinen größten internationalen Erfolg seit fast einem Vierteljahrhundert gefeiert. Es war ein unglaublich intensives Spiel. Wir wollten alles raushauen. Es hat geknistert im Stadion, mit dem Ergebnis: ein geiler Abend, sagte Sebastian Rode bei Nitro. Der leidenschaftliche DFB-Pokalsieger zwang den ukrainischen Double-Gewinner Schachtar Donetsk mit 4:1, 2:0 in die Knie und erreichte nach dem 2:2 im Hinspiel die Runde der letzten 16 Teams. Das war den Hessen zuletzt 1995 im UEFA Cup gelungen. Das sind die magischen Momente, die wir hier in Frankfurt haben. Ich genieße es genau wie die Jungs. Ein wunderschöner Abend, sagte Sportvorstand Freddy Bobic. Torjäger Luka Jovic, 23. Den angeblich Top-Clubs wie Real Madrid und der FC Barcelona auf dem Zettel haben, schoss den Bundesligisten mit seinem 6. Tor im laufenden Wettbewerb in Führung. Kurz darauf erhöhte Sebastian Haller, 27. mit einem verwandelten Handelfmeter. Nach dem Anschluss durch Junior Moraes, 63. machte erneut Haller, 81. per Konter den Sack zu, der er eine wechselte. Ante Rebic, 88. sorgte für das i-Tüpfelchen an einem magischen Europacup-Abend. Das Achtelfinale wird am Freitag 13:00 Uhr in Lyon, Schweiz ausgelost. Nach den bisherigen Auftritten in der Gruppenphase und dem Triumph im K.O.-Duell mit den favorisierten Ukrainern wird der Eintracht so schnell vermutlich kein Gegner Angst einflößen. Jetzt ist alles möglich, sagte Makoto Hasebe. Wie in der Vorrunde, die Frankfurt als erster Bundesligist mit 6 Siegen aus 6 Spielen beendet hatte, wollten die Eintracht-Fans unter den 47.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena den Spielern gerne einen aufputschenden Empfang bereiten. Aus Protest gegen die durch leichtsinnige Aussagen von Vereinspräsident Peter Fischer ausgelösten Polizeikontrollen im Vorfeld des Spiels verzichteten die Fans aber darauf. Die Atmosphäre war dennoch von Beginn an elektrisierend. Jede gelungene Aktion, jede beherzte Grätsche der zu Beginn leicht überlegenen Eintracht wurde euphorisch bejubelt und jeder Angriff der Gäste, die aus der Champions League abgestiegen waren, von einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert begleitet. Wie etwa nach knapp 15 Minuten, als Donetsk die erste Druckphase der Partie ausübte. Anschlusstreffer sorgt für Spannung. Die gut organisierten Gastgeber, bei denen Kapitän und Abwehrchef David Abraham nach seiner Verletzung in die Dreierkette zurückkehrte und der zuletzt überragende Makoto Hasebe dafür ins zentrale Mittelfeld rückte, stellte das allerdings vor keine großen Probleme. Der Doppelschlag von Jovic und Haller stärkte das Selbstvertrauen der SGE, die sich weiter mit großer Hingabe gegen die Angriffe der Gäste stemmte. Die in der Liga zuletzt etwas schwächelnde Mannschaft von Trainer Adi Hütter legte neben Kampfgeist über weite Strecken eine beeindruckende Reife an den Tag. Der Anschlusstreffer von Donetsk, das nach rund einer Stunde den Druck noch einmal erhöhte, brachte allerdings die Spannung in die ansehnliche Partie zurück. Punkt. Nach 2 Lattentreffern der Gäste, 70., 79., erlöste aber Haller die Hausherren.